Hallihallo, meine Lieben, willkommen hier wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Und jetzt möchte ich gern das Seelenpartner-Orakel für euch reingeben. Also ein Seelenpartner ist erstmal eine Person, zu der ihr euch sehr, sehr hingezogen fühlt. Dabei ist es egal, ob es Mann oder Frau ist. Ja, also wenn du jetzt als Mann hier zuschaust bei dem Seelenpartner-Orakel, kann es sein, dass du hier gerade auf die Frau schaust. Ja, das switcht das bitte um. Wenn ihr Personenkarten in Mann und Frau dargestellt werden, dann hat es auch immer so eine Ursache damit, dass es hier dadurch durch die Karten einfach nur bebildert wird. Ja, du wirst natürlich merken, ob die Energie mit dir und deiner Seelenpartnerin oder Seelenpartner zu tun hat. Du kannst dich aber auch spiegeln. Es kann auch sein, dass du dich hier selbst wiederfindest in dieser Legung. Also, dass es nicht dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin ist, sondern dass du dich selbst hier in dieser Legung wiederfindest. Also, wie gesagt, ein Seelenpartner ist eine Person, zu der du dich sehr, sehr seelisch hingezogen fühlst. Ja, nicht nur auf Herzebene, sondern auch auf Seelenebene. Und dabei muss nicht immer alles im Frieden sein. Also da kann auch immer mal hier das eine oder andere Problem entstehen. Der Seelenpartner zieht sich ja auch meistens zurück, weil er mit Gefühlen nicht so richtig umgehen kann. Und ja, genau. Und da starten wir jetzt erstmal die Legung. Erstmal kommt der Seelenpartner hierher. Also das ist der Seelenpartner Fritz. Ja, der Fritz, der ist ein treuer Hund, der ist aber auch, wenn es ihm auch mal passt, ein bisschen launisch, dann haut er ab, dann bellt er dich vielleicht mal an und dann, ja, dann ist er erstmal eine ganze Zeit verschwunden. Ja, und du bist hier dieses schöne Pegasus-Pferd, du gehst voran, du machst deine Themen, du versuchst immer deinen Seelenpartner so ein bisschen auch zu bemuttern. Ja, das kann natürlich auch sein. Und ihn natürlich oder ihr natürlich auch hier irgendwo zu helfen. Ja, aber manchmal ist es nicht so einfach mit den Seelenpartnern. Generell ist es manchmal nicht einfach mit dem Gegenüber. So, gut, meine Lieben, da fangen wir jetzt mal an. Also wir gucken hier wieder mal auf der Seelenebene von deinem Seelenpartner, dann in der weltlichen Ebene, dann guck mal, mit welchen Hauptthemen er sich beschäftigt. Dann ist das hier die Gedankenebene deines Seelenpartners, die Herzebene, also wie die Gefühle zu dir sind und dann hier die Tendenzen, wo es denn in der nächsten Zeit hinführen wird. Beachtet bitte, betrachtet das Kartenbild mit einem gesunden Menschenverstand, vertieft euch nicht zu sehr in dieses Kartenbild, weil egal wie man anders denkt oder wenn man irgendwas anderes macht, kann sich dieses ganze Kartenbild auch wieder komplett verändern, ja? Okay, meine Lieben. Das ist aber auch ein Allgemeinorakel, nochmal dazu gesagt, kann ich auf jeden zutreffen. Du wirst das spüren, wenn es so euer Thema ist. Also auf der Seelenebene beschäftigt sich dein Seelenpartner gerade mit der Angst. Ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie der Liebe zu leben. Also dein Seelenpartner kann wirklich gerade von Ängsten so ein bisschen ergriffen sein. Ja, vielleicht hast du ihm ja irgendwas gesagt, was ihm Angst macht. Oder vielleicht habt ihr aber auch keinen Kontakt. Das werden wir dann gleich hier sehen im Kartenbild. Also irgendwas macht ihn gerade ganz, ganz große Angst hier. Was beschäftigt ihn im Weltlichen? Und da beschäftigt er sich gerade mit der Ernährung. Die Ernährung unterstützt dich dabei, dich leicht zu bewegen, positiv zu denken und das Leben zu genießen. Ja, vielleicht hat sich dein Seelenpartner hier gerade so ein bisschen vorgenommen, mal sich ein bisschen gesünder zu ernähren. Ja, vielleicht hat er sich sehr, sehr ungesund ernährt und guckt jetzt aber mal so ein bisschen. Vielleicht hat er ja auch von anderen gehört, wenn man sich ein bisschen gesünder ernährt, dass man vielleicht dann auch dadurch zu mehr Energie kommt, ja. Die Ernährung ist aber auch nicht immer das Essen, was man aufnimmt, sondern auch, was man von außen aufnimmt, durch Emotionen, durch das, was man guckt, durch die Dinge, mit denen man sich hier auch beschäftigt, ja. So, die Hauptenergie, mit was er sich beschäftigt, ist in die Transformation zu kommen. Eine Transformation heißt hier nochmal, sich von alten Dingen zu verabschieden und irgendwie so ein neuer Mensch auch zu werden, ja. Alte Dinge, alte Muster einfach mal abzulegen, um sich hier irgendwie zu erneuern. Und dabei geht es hier ums Urvertrauen, ja. Also hier kann was Neues schlüpfen nach dieser Transformation. Man sieht das auch ganz gut bei einer Raupe, die zum Schmetterling wird. Das kommt mir jetzt ganz, ganz stark hier rein, dieses Bild, ja. Das hier ist so die Raupe und die Raupe, die
Ja, die versucht sich ja auch erstmal ein bisschen zu entpuppen, ehe sie dann endlich zu einem wunderschönen Schmetterling wird. Ja, und da finden ganz, ganz viele Transformationsprozesse statt. Und so kann es sich gerade bei deinen Seelenpartner auch anfühlen. So, wir gucken mal auf das Hauptthema mit dem Lennemoor. Und das Hauptthema bist du. Ja, das Hauptthema bist du. Und entweder schaust du gerade von der Enttäuschung weg und von Verstrickungen hier oder auch einer anderen Frau, oder dein Seelenpartner weiß gerade noch nicht so richtig, was hier los ist. Ja, also er ahnt, oder vielleicht war er aber auch irgendwie enttäuscht von dir. Ja, das kommt mir ja auch noch mal rein. Oder hat Angst, dass du ihn enttäuschen könntest. Was ist hier auf der Gedankenebene von deinem Seelenpartner? Ja, also da sind die Enttäuschungen in dieser Verbindung. Ja. Hier hat irgendwie eine Täuschung oder Unehrlichkeit stattgefunden, was bereinigt werden müsste in dieser Verbindung. Ja, das können entweder sexuelle Themen hier sein, oder man möchte hier einfach Frieden und Harmonie hier wieder haben. Ja, und einfach wieder Liebe. Also dein Seelenpartner hat gerade in den Gedanken, dass diese Enttäuschung endlich mal hier bereinigt werden müssen, was da bei euch war. Ja, dass hier wieder Frieden und Harmonie in diese Liebe einkehren soll. Und das hat er hier gerade in seinen Gedanken. Jetzt schauen wir mal auf die Gefühlsebene und Herzebene. Und da liegen hier schon die Blockaden. Aber diese Blockaden werden überwunden werden im Herzen. Und er geht auch in Kommunikation mit seinem Herz, ja, damit das hier wieder in die Stärke kommen kann und natürlich auch in die Klarheit. Also auf der Gefühl- und Herzebene hat er so die Blockaden oder waren Blockaden, die aber jetzt wieder rauskommen und die sich jetzt auch auflösen. Entweder findet hier eine Kommunikation mit euch statt, das kann sich natürlich auch auf der Gefühls- oder Seelenebene hier sein. Das muss jetzt nicht unbedingt im Weltlichen sein. Das kann wirklich so auf der Ebene sein, dass eine Kommunikation stattfindet hier über diese vergangenen Themen dann nochmal, ja, dass es so innerlich miteinander kommuniziert und redet. Ja, oder er fühlt wirklich hier im Herzen, dass er dir irgendwie schreiben müsste, ja, dass er dir irgendwas schreiben muss oder irgendwas fragen muss, damit hier mehr Klarheit einfach reinkommt in eure Verbindung. So, wo werden die Tendenzen jetzt mit euch hinführen? Ach ja, das sieht mir ja auch sehr nach Wunscherfüllung aus. Also in seinem Herzen hat er die Wunscherfüllung mit dir, dass das wirklich eine starke Verbindung wird, ja? Vielleicht auch eine starke Beziehung. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wo die Tendenzen hier hinführen werden. Also hier wird auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen. Ja, hier geht es um Wissen oder um verborgene Dinge noch. Also, ja. Das wird sich in der nächsten Zeit noch so ein bisschen anfühlen, wie wenn da so eine Nebelschwarte drüber liegt, über den Entscheidungen, ja. Und hier werden auch noch einige Dinge kommen, die so nagen werden an dieser Verbindung. Aber man wird weise daraus. Vielleicht telefoniert man auch miteinander, um das hier in die positiven Veränderungen reinzubringen. Also die Kommunikation ist vielleicht auch wichtig, wenn man nicht nur schreiben tut, sondern wenn man hier vielleicht auch ein Telefongespräch führt, ja, damit man hier mehr Überblick hat, auch mehr ein bisschen Klärung in der Verbindung. Also wie gesagt, es kann sich in der nächsten Zeit noch so ein bisschen geheimnisvoll anfühlen. Man weiß nicht so richtig, welchen Weg man gehen soll. Da nagt es noch so ein bisschen, ja. Aber die Maus ist direkt neben den Wolken. Und das sagt mir jetzt, dass die Maus diesen Nebel wegnehmen wird, ja. Also immer wenn die Maus so daneben liegt, nimmt sie irgendwie was weg. Mausi, was machst du da? Möchtest warte mal, wartet mal kurz, meine Maus möchte wieder mit Fritz spielen und mit Pegasus. Die spielt nämlich immer gerne mit ja, mit dem Seelenpartner. Genau. Ja, auf jeden Fall wird die Maus hier diese Wolken wegnehmen und diese Sonne wird wieder durchkommen. Also das Ganze wird hier in die positiven Veränderungen wieder reinkommen bei euch. Ja. Also habt Mut. Ja, gibt nicht immer gleich auf. Das wird auf jeden Fall wieder hier in die positiven Veränderungen kommen. Wo sind denn jetzt meine Engelchen? Okay, ich würde jetzt gerne noch für euch hier ein Engel springen lassen.
Und zwar aus dem Schutzengel-Orakel von Kyle Gray. Oh, und da ist er auch schon draufgesprungen, meine Lieben. Gut, guck mal jetzt mal, was die Engel dazu sagen. Und guckt mal, die Engelkarte, die liegt bei der Angst, bei der Ernährung, bei der Verbindung und bei der Bereinigung, also bei der Klärung. Ja, und man sagt Verletzlichkeit und Freiheit. Ja, und zwar sagt die Karte, dass es in Verbindungen immer mal wieder zu Verletzlichen oder zu Verletzlichkeiten kommen kann, ja. Aber man soll auch sich in Vergebung üben. Man soll die Freiheit hier auch daran sehen. Vielleicht, wenn man sich verletzt hat und sich dann zurückzieht, gelangt man ja auch zu einer gewissen Freiheit von dieser Situation. Aber wichtig ist, dass du dann nach diesen Stern greifst, ja. Dass du nach den Stern greifst und auch hier dich in Vergebung üben kannst und dass du dich auch leichter machen sollst. Verliere dich nicht in dieser Verletzlichkeit oder in dieser Situation dann. Ihr seht, wie schön meine Tochter mit Fritz spielt und dem Pegasus. Das lenkt mich gerade so ein bisschen ab, aber es sieht voll niedlich aus. Ja, also greife hier nach den Sternen, greife nach der Wunscherfüllung hier, wenn es um dich und deinen Seelenpartner geht. Du hast hier die Träume, du hast die Sehnsüchte, ja? Genau, so, und ich mache jetzt mal Schluss hier. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Übrigens, das Seelenpartner-Orakel ist hier zeitlos. Also, ich wünsche euch alles Liebe. Und wenn ihr mich gern unterstützen möchtet, Mausi, schön, schön lieb sein mit Pegasus Pferd, ja? Und wenn ihr mich gern unterstützen möchtet, lasst mir gern ein Abo, ein Like oder einen lieben Kommentar da, ja? Okay, meine Lieben, ciao!